Wenn Sie beschreiben würden, die öffentliche Funktion, die er erfüllt, bei solchen Auftritten, wie würden Sie das nennen? Ich glaube, er ist Sinnstifter, er ist Guru, er ist eine historische Figur und jemand, den es nicht mehr gibt. Solche Figuren gibt es nicht mehr. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Mir? Ja. Eigentlich war nicht so viel Neues. Die beiden Herren in der Umgebung meines Mannes, die waren für mich natürlich ein bisschen interessant, aber was mein Mann auf bestimmte Fragen sagt, das weiß ich nun inzwischen in etwa. Für mich ist sowas eine Anstrengung. Das merken Sie vielleicht nicht. Nein, freiwillig würde ich mich solche Anstrengungen nicht unterziehen. Ich habe aber gleichwohl das Gefühl, dass Sie den Applaus mögen. Ja, sicher, sicher. Das ist wie mit Schauspielern. Heutzutage sind Politiker zur Hälfte Schauspieler. Das hätte ich wissen müssen. Ich denke, Luki, wir sitzen hier noch einen Augenblick, bis die Leute sich verlaufen haben, sonst muss ich da stundenlang. Ja. Und mich habt ihr jetzt auch lange genug beleuchtet. Der Applaus gilt dem Inhalt, aber der Applaus gilt natürlich auch der Person. Ja. Und viele machen es des Applauses wegen. Also wie ist Ihr Verhältnis zu der Zuneigung, die Ihnen entgegengebracht wird? Ganz egal, ist es Ihnen ist nicht. Ist manchmal lästig. Zuneigung ist lästig? Ja. Warum? Ist manchmal lästig. Zum Beispiel diese Kohorten, die sich da draußen jetzt 5 Minuten warten, dass ich endlich rauskomme, um da ihre komischen Bücher zu signieren. Ziemlich lästig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sie diese Bar nicht eingerichtet haben können. Das sieht zu wenig nach dem Helmut Schmidt aus, den man nach außen hin das, kennt. Da irren Sie sich. Das war ganz anders. Meine beiden Frauen, meine Frau und meine Tochter, die waren, als wir hier die Anbauten das erste Mal angebaut haben an das Haus. Und ich habe gesagt, wir wollen hier dann eine kleine Bar. Die haben gesagt, was für Schnaps sind die, das machen nur Snobs. Und ich habe gesagt, nein, das wird eine gemütliche Ecke zum Reden. Und als das hat es sich dann auch entpuppt. Eins der Klischees über Sie ist das der Arroganz. Man sagt, Sie seien arrogant gegenüber denen, die nicht so intelligent sind wie Sie. Und das sind ja dann doch eine ganze Menge. Und was ist die Frage? Ob es ein Klischee ist oder ob Sie es absichtsvoll sind. Nee, absichtsvoll ist ja keiner arrogant, nehme ich an. Ich auch nicht. Aber ich bin absichtsvoll manchmal sehr abweisend. Das gebe ich gerne zu. Wenn Leute sich im Gespräch aufdrängen, die ich lästig finde oder überflüssige Themata anbringen. Nein, mit diesem Klischee der Arroganz muss man leben. Das ist eine der vielen Dinge, die man nicht ändern kann, also muss man sie ertragen. Welches der Klischees, die über Sie verwendet werden, hat Sie nachhaltig verunsichert vielleicht? Verunsichert mich überhaupt nicht. Und es haben mich auch die Klischees nicht gestört. Eins einziges hat mich zu Anfang gestört. Das war nämlich abschätzig gemeint. Dieser Schmidt ist ja bloß ein Macher. Der Macher. Sonst hat er keine Theorien im Kopf für diese Intellektuellen, die dieses Schimpfwort erfunden haben. Die waren natürlich ganz große Theoretiker. Nein, sonst hat mich... Und Macher vor allem dann auch wiederum, im Gegensatz zu Willy Brandt, das war immer der Visionär. Da der Macher, hier der Visionär, das war die, als Paarung. Das war die dahinterstehende Vorstellung. Ja, ja. Das hat mich am Anfang ein bisschen geärgert. Später habe ich gemerkt, dass die Masse des Publikums das anders empfunden hat. Dass zu dem Macher auch gehörte, diese Unterscheidung, der eine wird geliebt, der andere respektiert. Ja, ich habe nichts dagegen, respektiert zu werden. Haben Sie das so empfunden, dass das so war, dass Sie als Mann immer respektiert wurden, aber einfach im Gegensatz zu möglicherweise Willy Brandt nicht geliebt? Es hat mir nicht gefehlt, geliebt zu werden. Überhaupt nicht. Das ist eine Emotion,
in der Politik, von der ich nicht viel halte. Sie haben selber geschrieben, Sie haben Sadat geliebt. Das ist wieder was anderes. Ja, aber das ist ein Mensch, den habe ich als Mensch geliebt, als Kerl. Welche Art von Liebe ist das? Freundschaft, ja, tiefe Freundschaft. Mehr als das? Ja. Sie beschäftigen sich gerade mit Kardinal Ratzinger. Wer hat Ihnen das erzählt? Naja, wer wohl? Spion. Ja. Spion im eigenen Haus. Zurücktreten, sofort. Ja. Ja. Wie kommt er Ihnen vor, dieser Kardinal? Rechthaberisch. Nun, da haben Sie ja was gemeinsam, oder? Nein, glaube ich nicht. Was ist seine Rechthaberei? Seine ganze Moraltheologie in Bezug auf Kinderzeugen, Kinderkriegen, Verhütung. Abtreibung, ja. All dergleichen, ist in meinen Augen... Fahrlässig? Nein, fahrlässig Gemeingefährlich? Nicht. Ja, im Ergebnis gefährlich. Und es ist nicht fahrlässig, es ist Ihnen ja sehr bewusst, es ist dogmatisch. Ausgerechnet eine Kirche, deren Priester und Bischöfe weder Frauen haben dürfen, noch Kinder zeugen dürfen, ausgerechnet die meinen Bescheid zu wissen, wie das sich verhalten muss. Im Ehebett und außerhalb des Ehebetts, in einem anderen Bett und wie das ist mit dem Kinderkriegen und alles, dass die ganze Ehemoral und Sexualmoral. Sie sagen ja, dass Sie es deshalb besser wissen, weil Sie sich dem enthalten. Nein, die reden über Dinge, die Sie selbst nicht kennen. Der Retter des Vaterlandes, sind Sie das? Das soll ich sein, ja. Aber das da drunter, dieses Telefon, wo man da drehen kann, das ist viel wichtiger. Da können Sie mit dem lieben Gott telefonieren. Und der alte Herr hört sich das alles an, was Sie ihm sagen, und schweigt. Weise. Und schweigt. Und er denkt vielleicht, ja, mein Sohn, ich weiß es. Wie oft nutzen Sie das Telefon? Ich empfehle es manchmal, Leuten. Ich selber habe es noch nicht benutzt. Jahre sind nicht so angenehm. Nee, das glaube ich. Nett, dass Sie bei uns waren. So, ich bedanke mich ganz herzlich. Kommen Sie bitte. Glauben Sie, er wird den Abend genießen oder ist das für ihn so ein Abend, wo er denkt, naja, schön, die wiederzusehen, aber er ist dann wieder froh, alleine zu sein? Nein, ich glaube, heute ist ein Abend besonderer Freude für ihn, weil Menschen, die für ihn gearbeitet haben, insbesondere heute hier sind. Und ich glaube, das war ihm ein Anliegen, sich mit denen mal zu treffen. Lieber Helmut, am 23. Dezember bist du wahrhaftig 85 Jahre alt geworden. Wer hätte das gedacht? Schon in einem Vierteljahr holt Loki Schmidt den Vorsprung ihres Mannes wieder ein.